Das hier ist mein neues kleines Projekt, der Acer Aspire Revo R3600. Ich habe diesen Mini-PC auf einem Trödelmarkt in Köln für 20 Euro gekauft, ohne zu wissen, ob er überhaupt funktioniert. Aber es war alles dabei, das Ladekabel, eine Wandhalterung. Und da ich das Format interessant finde und das Design ganz lustig, wollte ich auch mal schauen, was das Gerät kann, ob es überhaupt funktioniert und was so drin steckt. Vielleicht ist es ein kleines Gerät, das man den Eltern schenken kann oder HTPC oder Server. Ich habe den Mini-PC an den Fernseher angeschlossen über HDMI und starte ihn hier zum ersten Mal. Ich bin ganz gespannt, ob er überhaupt angeht und mit ein bisschen Wartezeit sieht man tatsächlich, er geht an. Man sieht auch schon, es gibt ein paar Fehlerchen zu beheben. Die CMOS-Batterie muss wahrscheinlich ausgewechselt werden. Und hier gehe ich ins BIOS rein und schaue einfach mal, was verbaut ist. Man sieht hier das Baujahr 2009. Ein Intel Atom 300 bei 1,60 GHz ist verbaut. 2 GB RAM sind drin. Und da die Batterie wahrscheinlich leer ist, kann er auch das aktuelle Datum nicht speichern. Es ist das Baujahrdatum 2009 drin. Man kann das natürlich ändern und testen, aber wahrscheinlich wird es am nächsten Start des BIOS wieder rückgängig gemacht werden. Also man sieht schon, da ist einiges zu tun. Hier sieht man auch noch die Temperatur, das ist im BIOS okay. Aber das wird man nachher mal bei laufendem System mal nochmal anschauen müssen. Hier sieht man noch eine weitere Fehlermeldung, was das eigentlich bedeutet, was ein Splash-Installer ist. Das muss ich mir nachher mal genauer anschauen. Oh, hier findet man eine russische Sprachoberfläche für Windows 8. Ursprünglich wurde das System mit Windows Vista ausgeliefert. Windows 8 ist installiert worden von jemandem, der Russisch spricht. Und ich versuche jetzt mal die Spracheinstellungen auf Deutsch zurückzusetzen. Da mein Russisch ein bisschen eingerostet ist, benutze ich hier den Google Translator, um mich durch die Einstellungen zu bewegen. Und ich muss das deutsche Sprachpaket installieren und dann als Standardsprache Deutsch einstellen, damit das funktioniert und ich ein bisschen durch Windows navigieren kann oder mich zumindest etwas besser zurechtfinden kann. Man sieht, dass im Desktop auch noch ganz viele Apps installiert ist. Man sah auch beim Anmeldebildschirm noch den Namen Julia. Hier hat jemand ein System verkauft oder weitergegeben, das anscheinend gar nicht gelöscht, deinstalliert und abgemeldet worden ist. Ich befürchte, man findet hier jede Menge persönliche Daten. Da ich aber nicht darauf aus bin, hat die Person, die ihre Daten dagelassen hat, Glück gehabt, weil ich nachher einfach alles löschen und formatieren werde. Aus irgendeinem Grund will das Ändern der Sprache nicht funktionieren. Windows stellt sich da quer, obwohl ich eigentlich alles richtig gemacht habe. Das Paket konnte ich runterladen, ich konnte auch Deutsch als Hauptsprache auswählen. Doch bei jedem Neustart erscheint dann trotzdem die russische Sprache. So, und da ich mich jetzt genug damit herumgeärgert habe, lasse ich das jetzt einfach. Ich schaue mir das System einfach nochmal ein bisschen an, forsche ein bisschen, gucke, was es zu holen gibt, was aber nicht die Persönlichkeitsrechte von Julia verletzt. Und tatsächlich, Julia hat jede Menge Urlaubsfotos dagelassen und ganz viel anderes Zeug. Das zeige ich ihr natürlich nicht. Das wird einfach gelöscht und dann ist es weg. Was man noch holen kann bei diesem System, ist den Windows 8 Key. Dazu installiere ich den Keyfinder und kann mir dann sowohl den Windows Key als auch den Office Key holen, in der Hoffnung, dass er auf keinem anderen System benutzt wird, sodass ich ihn, falls ich ihn brauche, dann selbst einsetzen kann. Da ich noch nicht genau weiß, was ich mit diesem System letztendlich anfangen werde,
hole ich mir die Keys einfach und schaue mal, ob man sie noch irgendwann irgendwo verwerten kann. Windows 8 wird gelöscht und die Festplatte formatiert. Zur Probe installiere ich Lubuntu und schaue, wie es mit diesem System zurechtkommt. Und tatsächlich stelle ich fest, dass mir das Ganze ein bisschen zu langsam ist. Und das ist schon auffällig, dass auch Lubuntu, das ja für wirklich ältere und leichte Systeme gemacht ist, hier trotzdem nicht wirklich gut läuft. Und das wundert mich, denn eigentlich müsste dieser Rechner von 2009 deutlich performanter damit laufen. Da ist also irgendwas im Argen und spätestens jetzt weiß ich, dass ich das Ganze mal aufschrauben muss und mir anschauen muss, wie es im Inneren aussieht, sodass es gewartet und gepflegt wird und nachher vielleicht etwas besser läuft. Diese Plastikgehäuse von der Acer-Reihe mag ich nicht so sehr. Auch wenn es zunächst so aussieht, als würde man da leicht rankommen. Man muss unten den Fuß abschrauben, mit einer Schraube befestigt. Anschließend findet man am Gehäuse selbst, manchmal noch überklebt in einem Aufkleber, eine weitere Schraube, die man lösen muss, damit sich die beiden Gehäuseteile voneinander trennen lassen. Ich versuche es hier mit den Fingern, das geht aber nicht so gut. Dann nehme ich einfach eine Karte. Ich habe hier so einen Jugendherbergsausweis. Und in die Karte kann man dann vorsichtig zwischen die beiden Teile des Gehäuses hineinschieben. Hier kann man es etwas besser sehen. Und dann kann man versuchen, nach und nach das Gehäuse vorsichtig zu lösen. Ich habe das auch schon beim Acer Veriton so gemacht. Das ist im Grunde das gleiche Design. Und auch dort fand ich das sehr umständlich und auch ein bisschen problematisch, wenn man damit leicht Kleinstteile abbrechen kann, und das ist natürlich in der Nähe der Hauptplatine auch manchmal schwierig und gefährlich. Beschädigungen sind da nicht ausgeschlossen. Man sieht hier, da ist auf jeden Fall etwas zu reinigen, Staub, der sich abgesetzt hat, Staubpartikel und Reste, grobe Verschmutzungen beim Lüfter, ganz klar, und auch sonst noch Dreck, der im Gehäuse herumfliegt. Das ist dann auch schon eine Erklärung, warum das System langsamer läuft, als es eigentlich laufen sollte. Durch die Verschmutzungen entsteht mehr Hitze. Durch die Hitze sind die Prozessoren nicht in der Lage, ihre volle Leistungsfähigkeit zu zeigen. Und deswegen ist einfach schon eine Reinigung manchmal ausreichend. Hier sieht man übrigens noch beim Umdrehen des Gehäuses, dass Plastikteile abfallen. Das ist das, was ich gerade erklärt habe. Beim Öffnen des Gehäuses entstehen Beschädigungen und Kleinstteile fliegen ab und landen dann in der Platine oder auf der Platine. Ich habe den Lüfter mal ausgebaut. Das ist eigentlich ziemlich selbsterklärend, dass man ein paar Schrauben oben löst, ein paar Schrauben unten löst und das Ganze dann abnehmen kann. Der Lüfter ist sehr verdreckt, den muss ich gut reinigen. Dazu benutze ich Pinsel. Nach der Reinigung setze ich alles wieder ein, befestige die Schrauben. Eigentlich wäre es natürlich auch gut, auf die Prozessoren, hier den Grafikchip und den Hauptprozessor, auch neue Wärmeleitpaste aufzutragen. Allerdings gehe ich ungern an die Atomprozessoren ran, weil die so empfindlich sind. Und solange ich es nicht muss, lasse ich es auch erst einmal. Hier sehe ich, dass DDR2-RAM verbaut ist. Und ich stelle fest, dass ich leider gerade noch keinen passenden RAM-Baustein habe. Ich habe nur DDR3. Schön wäre es gewesen, die 2 GB durch 4 GB schnell ersetzen zu können. Aber dazu muss ich erstmal meinen RAM-Dealer des Vertrauens aussuchen und passend RAM-Bausteine kaufen. Also für einen späteren Zeitpunkt nochmal notwendig, das Ding aufzuschrauben und einzusetzen. Um das Gehäuse zu verschließen, muss man vorsichtig beide Teile wieder zusammenführen und nach zusammendrücken. Anschließend die eine Schraube wieder befestigen und schon hat man im Grunde alles wieder hergestellt, wie es ursprünglich war.
probeweise Windows 10 auf dem System zu installieren, und das System hat ja kein CD-Laufwerk und DVD-Laufwerk, stelle ich als erste Bootreihenfolge dieses Removable Device ein, beziehungsweise dann den USB-Stick, von dem aus ich dann Windows 10 booten möchte und installieren möchte. Das Ganze macht man dann einfach im BIOS bei der Bootreihenfolge, und wenn der Stick schon eingesteckt ist, wird er auch schon erkannt und dann angezeigt. Hier ist Windows 10 bereits installiert, den ganzen Installationsprozess, der ja auch zeitaufwendig ist, lasse ich einfach mal weg. Ich mache mal schnell bei Windows 10 einen kleinen Performance-Test, indem ich ein YouTube-Video starte. Und auch hier sieht man, das dauert ganz schön lange. Das so ein System macht dann noch wenig Spaß. Immerhin, die Video-Performance selbst ist in Ordnung. Man kann das Video flüssig anschauen bei 720p. Für Full HD ist das System ein bisschen schwach. Ich lasse auch noch schnell einen Performance-Test laufen. Das ist Passmark Performance Test 9, um zu sehen, wie das ganze System abschneidet im Vergleich zu anderen Systemen, die ich bereits auch hier in den Videos schon gezeigt und untersucht habe. Die Benchmark liest auch die Temperatursensoren aus und zeigt an, wie CPU und GPU von der Wärme her sind. Und hier sieht man auch, dass die GPU eigentlich etwas zu warm läuft bei so niedrigen Ansprüchen. Eingebaut ist hier in diesem Rechner ein Nvidia Ion Mini-Prozessor, der für so kleine Geräte auch eigentlich was kann. Doch der ist auch deutlich zu warm mit 70 Grad bei wenig anspruchsvollen Tätigkeiten. Das sieht für mich ganz danach aus, als müsste ich das Gehäuse dann irgendwann doch nochmal aufschrauben und auch mal Wärmeleitpaste auftragen. Wie zu erwarten, ein eher bescheidenes Ergebnis für einen Mini-Rechner von 2009, wobei der Test eben auch hier nicht ganz zuverlässig gelaufen ist. Einige Benchmark-Daten sind nicht gut erfasst worden, sodass die Wertung noch tiefer ausfällt, als sie eigentlich sein müsste. Einen Tag später habe ich passende RAM-Bausteine bekommen, die baue ich jetzt hier noch schnell ein, sodass ich gleich im Anschluss auch nochmal den gleichen Performance-Test laufen lassen kann, im gleichen Betriebssystem, und dadurch eine Vergleichbarkeit insgesamt auch gewährleistet ist. Anstelle von 2 GB DDR2 RAM sind jetzt 4 GB DDR2 RAM passend eingebaut mit der gleichen Taktrate. Im Ergebnis sieht man nun 45 Punkte Zugewinn. Das ist bei dem bescheidenen Ergebnis insgesamt dann doch etwas, was gut ist, sodass man hier sagen kann, die Erweiterung des RAMs bringt ein kleines bisschen an Performance und macht das System für den Alltag vielleicht noch ein bisschen tauglicher. Ein passendes Betriebssystem ist natürlich zwingend notwendig für so ein Gerät von 2009. Das ursprünglich mit, wie schon erwähnt, Windows Vista ausgeliefert worden ist. Alle anderen Windows-Versionen 8 und 10 zum Beispiel laufen darauf wirklich nicht gut genug, nicht schnell genug. Es macht so wenig Freude, damit zu arbeiten. Und deswegen ist eine leichte Linux-Distribution eine deutlich bessere Entscheidung. Zum Beispiel Linux Lite. Jetzt müssen noch einige der Probleme behoben werden, die ich von Anfang an feststellen konnte, wie zum Beispiel eine leere CMOS-Batterie, die muss ausgewechselt werden. Und hier lohnt es sich kaum, selbst was zu basteln, um einen Ersatz einzubauen. Hier sollte man schon einfach für die 4 Euro bei eBay einen Ersatz kaufen, der bereits in Plastik verpackt ist und die passenden Anschlüsse hat. Das habe ich auch getan. Und der Wechsel ist schnell gemacht. Man muss einfach im Gehäuse die Pins lösen von der alten Batterie und die neue Batterie an der passenden Stelle wieder einsetzen. Wichtig ist, dass die Batterie in Plastik eingehüllt ist, damit sie nicht die Platine irgendwo berührt und damit vielleicht Kurzschlüsse auslöst und die Platine beschädigt.
Und wenn ich schon dran bin und das Gehäuse geöffnet ist, dann trage ich doch auch Wärmeleitpaste auf den Grafikchip und den Prozessor, den man hier sehen kann. Und da merkt man schon, wenn man sich das genau anschaut, da waren schon Überhitzungen an mehreren Stellen vorhanden. Und da sind auch Unebenheiten, vielleicht schon dauerhafte Beschädigungen passiert. Das erklärt auch, warum das System dann doch sehr langsam ist und auch doch zu heiß wird. Ich habe einen Test der Sensoren vor und nach dem Auftragen der Wärmeleitpaste durchgeführt und tatsächlich gibt es einen deutlichen Gewinn, sodass das System kühler ist. Die andere Fehlermeldung mit dem Splash Installer, die kriegt man ganz schnell gelöst, indem man im BIOS den Revo-Boot-Vorgang deaktiviert, denn der versucht nämlich ein Mini-OS zu starten, das ursprünglich installiert war, wo man die Basisfunktionen in aller Kürze starten kann. Ich brauche das aber nicht und habe einfach dann das Booten deaktiviert und damit ist auch die Fehlermeldung weg. Das Gehäuse ist ein bisschen unschön vergilbt. Stand wahrscheinlich lange in der Sonne und deswegen versuche ich hier ein paar Mittelchen aus, um diese Vergilbungen wieder aufzuhellen. Ich habe im Internet ein bisschen gelesen, was Leute so machen, was Leute so ausprobieren, dann über alles ausprobiert und muss feststellen, nichts davon hat funktioniert. Auch so eine Paste, die ich online bestellt habe, ist für solche Vergilbungen, die so tief sitzen, nicht geeignet, also da hilft gar nichts. Schade. Man muss dann wohl wirklich mit professionell ran, um das wirklich reinigen und aufzuhellen. Mit Hausmittelchen geht es nichts. Also weder Zitronensäure noch irgendwas anderes haben hier geholfen. Und selbst Paste für Gartenmöbel etc. Eignet sich nicht bei solchen tiefsitzenden Vergilbungen. Ich habe noch ein bisschen überlegt, ob ich das System noch aufwerte, indem ich eine andere Festplatte einbaue. Hier prüfe ich aber, ob es wirklich ein Gewinn wäre und stelle fest, dass ein bisschen an Geschwindigkeitsgewinn und Kapazitätserweiterung hilft hier nicht. Deswegen lasse ich es einfach. Die Festplatte auszubauen ist bei diesem System nämlich auch etwas umständlich. Man muss dann die ganze Platine herausnehmen, von hinten Schrauben lösen und wieder neu einsetzen. Auch eine SSD habe ich nicht eingebaut, selbst wenn das sinnvoll wäre. Einfach nur, weil es mir die Sache nicht wert ist. Das Werkeln an diesem Mini-PC war für mich hauptsächlich dafür da, um einfach mal ein System wieder neu kennenzulernen, verschiedene Komponenten, BIOS-Bestandteile. Und das war spannend und hat auch Spaß gemacht. Ich habe dabei auch noch einiges über RAM-Bausteine gelernt, aber auch zum ersten Mal mit Linux Lite experimentiert, habe auch gesehen, wie wichtig es ist, die Prozessoren kühl zu halten und auch bei den Preisen einiges gelernt. Zum Beispiel so ein Ladekabel kriegt man bei eBay für 20 Euro. Und das ist der Gesamtpreis, den ich inklusive PC bezahlt habe. Insgesamt also ein schönes kleines Projekt. Und jetzt weiß ich aber trotzdem noch nicht, was ich mit dem System eigentlich anfangen möchte. Deswegen stelle ich es einfach bei eBay rein, in der Hoffnung, dass sich jemand findet, der damit noch etwas Schönes machen möchte und aber auch bereit ist, einen kleinen Preis dafür zu zahlen.